Hallihallo und herzlich willkommen auf dem Twitch-Account von Mini Paradise zu einem neuen Live-Video, Live-Talk. Heute Abend haben wir eine Doppel-Stream-Reihe, zwei kleine, kurze Streams hintereinander zu zwei sehr, sehr wichtigen Themen. Ich begrüße heute Abend zum ersten Mal, glaube ich, in einer Live-Sendung mit dabei. In der Mitte von uns sitzt der liebe Dario. Guten. Hallo zusammen. Und da drüben auch, ja, mittlerweile auch immer häufiger, gerade vor allem was Live-Gaming angeht, haben wir jetzt auch mit dabei, den Flo. Servus. Perfekt, wir haben heute zwei sehr, sehr wichtige Themen, ihr zwei. Und tja, wie konnte ich mir besseres Personal für diesen Abend aussuchen? Wir reden heute erstmal über den aktuellen Stand der AOS-Liga, die jetzt ungefähr bei der Halbzeit angekommen ist. Wir haben ja die Spielzeit läuft noch bis Ende Mai, also noch knapp 4 Monate, kann man schön fleißig noch Punkte sammeln. Und vor allen Dingen das Thema, was danach kommt, nämlich das sehr große Final Tournament, das wollen wir heute auch nochmal thematisieren und announcen, wie das Ganze funktioniert. Und ein bisschen Einblick haben in die aktuelle Entwicklung, in die Daten, bisschen in die Meta, was in den letzten Wochen so war und auch die Turniere vom Wochenende. Da quatschen wir einfach mal ein bisschen drüber. Flo vor allen Dingen, weil er ja auch mit unterwegs war bei dem Turnier mit mir zusammen in Bedburg und mit mir zusammen im Team auf Reisen ist. Da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Und Dario natürlich als Mitgründer mit mir gemeinsam und Jan und Eloy von der AOS League. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir heute Abend ein bisschen drüber quatschen können. Ist natürlich eine späte Uhrzeit, hatten wir alles gesagt, ist auch sehr spontan. Wir freuen uns über jeden, der heute dabei ist, mithört. Das Ganze wird natürlich auch nochmal dann bei YouTube hochgeladen. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Es gibt wirklich wenig Termine aktuell, wo wir freie Daten finden, um was zu machen. Weil nächste Woche ist nämlich auch schon wieder die AOS Club Championship, wo auch wieder quasi ein Riesen-Event, wo viel los ist. Und das braucht auch sehr viel Aufmerksamkeit und Planung gerade, daher freuen wir uns trotzdem oder freue ich mich, dass das nochmal so spontan heute geklappt hat. Ihr zwei, vielen Dank. Ja, spontan ist da echt das Stichwort, ey. Gestern Nachmittag schreibst du uns, habt ihr Lust? Und dann, ja komm, los geht's. Ja, Flo war sogar noch spontan. Ich glaube, Flo habe ich heute Nachmittag informiert. Ja gut, du hast mich letzte Woche schon mal angeteasert, aber oder mir das angeteasert, aber heute dann konkret, ja. Ja. So kann es gehen. Ich möchte mal kurz einen kleinen Schwenk machen. Ganz interessant, möchte ich einfach mal erzählen. Ich habe mir natürlich neben meinem Waschbär hier drüben neue, extrem coole Halterung gekauft für die Farben. Gibt es bei Amazon und ich bin nie auf die Idee gekommen, hat mir ein sehr netter Mensch empfohlen oder hat mich auf die Idee gebracht. Und zwar sind das Lippenstifthalter. Die es so im Nagelstudio vermutlich oder in irgendwelchen Kosmetiksachen gibt, wo man quasi ganz viele kleine Lippenstifte in allen Farben reinstellt und die haben die perfekte Größe für die Zitadelfarben, nämlich irgendwie 3,6 cm Tiefe und das passt perfekt und ja, habe ich mich mal gut ausgestattet, sieht gut aus, also falls jemand sowas sucht, kann ich wärmstens empfehlen, ich glaube 20 Euro auf Amazon habe ich gekauft, ist super sexy. Demnächst auch vom Foxy Forger? Nein. nein, da gibt es andere coole Sachen. Sehr gut. Dazu unser kleiner Waschbär hier hinten. Und eigentlich auch ein spannendes Thema, weiß ich gar nicht, wie das in der Community aktuell ist, aber ist, also für mich zum Beispiel, ich habe mir jetzt das Grundbuch bestellt, Old World, haben wir sehr viele Anfragen bekommen, möchte ich an dieser Stelle auch betonen. Wir werden das auf jeden Fall uns anschauen. Wir werden das auf jeden Fall auch mal live spielen. Wir werden auf jeden Fall da auch mal drinnen rumwuseln und uns mal angucken. Wie intensiv das wird, kann ich bisher noch nicht sagen, weil zwei Systeme natürlich in diesem Ausmaß zu begleiten, ist sehr anstrengend. Dennoch, weil auch die Nachfrage da sehr hoch ist, gibt auch sehr viel Content darüber. Wir werden das einfach mal angucken. Unser Fokus bleibt natürlich ganz klar Age of Sigma auf unserem Kanal. Nichtsdestotrotz möchte ich das nur erwähnen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Nostalgie da mal machen werden, aber der Fokus bleibt bei uns erstmal natürlich vollkommen bei Age of Sigma. Sehr gut, sehr viel geteasert, was wir jetzt auch noch ein bisschen sieht, ist meine neue DOK-Armee. Ich habe am Wochenende ja Crewboys gespielt und nachdem ich eine Armee gespielt habe, fängt jetzt eine neue an, also DOK.
Der Flo ist mit Nurgle da gewesen für die Club Championship Nurgle. Also wir sind am super krass aufbauen von allen Armeen für den Twitch-Kanal. Und das Spannende, was ich auch noch hier sagen darf, Dario hat ja die offizielle Einladung bekommen. Mit Jan gemeinsam werden wir auch in naher Zukunft dann ein 2 versus 2 auch mal live spielen. Und das ist was wir zukünftig ja noch öfter machen wollen. Ein paar Gäste noch für Live-Gaming einladen. Dario hat sogar, glaube ich, den allerersten Stream mitgemacht, ne? Ja, genau. Das Oh ja, war auch ein Abenteuer bei euch. da Wo ihr, haben wir glaube mich ich, uns rasiert. auf, Ja, ja, wo ihr, glaube stimmt. ich, mich auf 18 Uhr eingeladen habt und angefangen haben wir dann um 21 Uhr. Es war hervorragend. Man glaubt nicht, wie viel Arbeit das wirklich alles ist oder was man da alles machen muss. Und so ein Test ist auch immer noch mal schwieriger. Aber wir haben noch mal ganz schön investiert. Club Championship wird übrigens auch live gestreamt, live auf unserem Kanal. Wir haben noch neuere Nice. Ausrüstungen, noch neue Ständer eh heute bekommen. Ich glaube, ein 50-Kilo-Karton. Der UPS-Mann hat mich auf jeden Fall gehasst. Aber wir wollen auch immer besser werden, damit halt das unfassbar cool ist, was wir hier zusammen mit der Community hier machen können und vor allen Dingen auch das Interesse an dem Hobby noch mehr steigern können. Also das ist ein super cooles Hobby, was wir alle lieben. Also lohnt sich es auch viel, viel Zeit und Energie drin aufzuwenden. Seit 2015, war auch mal eine Frage, will ich auch noch beantworten, habe ich damit angefangen und ich bereue ehrlicherweise keine einzige Sekunde an diesem ganzen Hobby. Ich habe ein Interview geführt, ein schriftliches mit einem netten Kerl aus Österreich, was glaube ich noch veröffentlicht wird. Da kam auch die Frage, wann ging es los? Unser erstes Turnier 2017. 2017 mit 10 Mann da. Du kannst dir das vorstellen, 10 Mann waren da. Und jetzt Nee, haben kann ich mir wir nicht vorstellen. 10 Mann. Und davon waren noch zwei Absagen, glaube ich, also eigentlich 12. Und wir dachten mit 10 Mann, total geiler Erfolg. Und jetzt haben wir nächste Woche eine AOS Club Meisterschaft mit 22 Teams, a 5 Spielern. Das wird der Hammer. Das wird einfach der Hammer. Gut, machen wir mal schon mal einen kleinen Einstieg erstmal in die Thematik. Ich habe ja ein bisschen rumgeschweißt. Also warum noch mal kurz? Flo kennt ihr Dario natürlich auch. Dario ist mittlerweile auch ein sehr bekanntes Gesicht in der ganzen Szene. A, habe ich das Projekt gemeinsam mit ihm. B, Gewinner vom Raccoon Rumble. C, haben wir schon sehr viel Gemeinschaft und Texte miteinander und ich bin sehr stolz, dass der Dario auch so engagiert ist in der Community. Daher ist mir es auch sehr wichtig, ihn auch mal hier mit reinzubringen, damit ihr auch ein bisschen mehr von dem netten Menschen kennenlernt, weil das ganze Ah, danke Projekt schön. AOS League ist auch daraus entstanden, aus Community-Sicht, Liebe zur Community. Und darüber, was ich dir sagen kann, vom Wochenende aus Bedburg, das kam extrem gut an. Also die haben sogar das ganze Regelwerk ausgedruckt an Ja. jedem Tisch hingelegt. Quasi zum Nachlesen. Einer hat mir gesagt, hier, guck mal, das sind die AOS-Regeln da auf Seite 4, findest du was? Ich so, ja, also, ja, ich habe das mitgeschrieben, aber ja, krass. Also ich, sehr cool, auch wie viele Rückmeldungen wir bekommen haben, wie gut das auch angekommen ist. Und das macht einfach stolz für uns Auf jeden alle, dass Fall. das funktioniert und alle da auch irgendwie Interesse dran haben. Das Schöne ist, das kommt ja nicht nur aus Bedburg. Ich war ja auch schon auf ein paar Turnieren die letzte Zeit, seit die Liga läuft. Und es ist unfassbar, wie cool das ist, wenn dich Leute darauf ansprechen. Danke für sowas. Danke, dass ihr euch da so engagiert und einfach das nutzen und einfach froh sind. Oder auch Leute, ich habe jetzt aus Bremen zum Beispiel jemanden, der sein erstes Turnier launcht, der mich angeschrieben hat. Hier, können wir das nutzen? Wie funktioniert das? Es ist einfach so schön zu sehen, dass die Community da mitwächst. Ja. Oder irgendwie so einen gewissen Standard dann reinbringen. Ne? Das war ja auch so ein Ziel Ja, davon, ne? Dass man so einen genau. Standard auf Turnieren hat und die Leute nehmen das an. Und ist das auch einfach viel cooler, so dass wir damit quasi alle an einem Strang ziehen und alles das Gleiche haben und auch alle den gleichen Standard irgendwo. Ne? Nicht, dass ein Turnier ist dadurch schlechter, das andere besser, sondern wir sind alle, stecken alle zusammen im Boot und können gemeinsam dran arbeiten, was wir besser machen wollen. Schon sehr, sehr schön ist das. Ich switch mal hier so ein bisschen um. Ihr zwei auf das vergangene auf die vergangene Zeit und was ich mal kurz da noch anbringen wollte ist, wir haben jetzt in unserer ganzen Aufzeichnung der AOS League 1446 Spiele absolviert. Das ist geil. 1446 Spiele haben alle Spieler zusammen im Rahmen von der AOS League, die im Oktober angefangen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das ist schon crazy, ja, das muss ich auch dazu zergehen. Das ist nicht nichts. Also, am Anfang haben wir gesagt, als wir zum ersten Mal uns Daten angeguckt haben, ja, mit 50 Spielen oder so ist das noch alles super unaussagekräftig, aber
Jetzt so langsam erkennt man da einen mega coolen Trend raus und es macht jetzt voll Bock, sich das anzugucken. Jetzt mal im Ernst. Also, wenn man auf die Winrates gucken, hier mit höchsten Winrates, sieht man auch das, was man überall auf der Welt so sieht mit Metagram, hier Deepkin. Wenn man hier mal ein bisschen reinguckt, sieht man wahrscheinlich auch gleich direkt Fuetan, jawohl, passt alles. Das, was man halt überall aktuell so sieht. Seraphon Ja. 53%, Overlords 54%, obwohl Overlords gar nicht mehr so viel gespielt werden aktuell, finde ich. Gut, Crewboys, 52% wird auch noch nicht so viel gespielt an sich. Nighthaunt, ich glaube, das macht der Timo fast im Alleingang. Feck Ja, entwickelt schon. sich. Feck entwickelt sich auch mega gut. House of Slaanesh, Blades of Corn, Beasts of Chaos, ne? Also das, was man so alles erwartet. Bei SPG 40,7%. Eine Sache finde ich da so ein bisschen stutzig, wenn ich mir das gerade so angucke. Was ist denn da mit den ganzen Big War-Spielern passiert, Jungs? Ja, ist keine gute Quote, ne? Ja, Müssen wir uns aber mal unterhalten. der Vergleich ist tatsächlich auch für Soulblight, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Bei Soulblight. Ist, aber siehst halt, Soulblight ist eine sehr vielgespielte Armee. Ich glaube, das ist eine, die sehr, sehr auch viele Einsteiger benutzen. Kann auch sein, ja. Das hat man, glaube ich, bei Ist ja, glaube ich, hier die Stormcasts auch mal so meistgespielte mit. Armee. Ja, das stimmt sogar. Guck mal, Soulblight hat die meisten Games absolviert, ne? 113 Stück. Und Und ich kenne gar Soulblight. keinen. Das ist so witzig. Also bei uns im Club spielt das ja fast gar keiner. Wollte ich auch gerade sagen, dass Soulblight eine der meistgespielten Armeen, aber ganz ehrlich, ich kenne mich, glaube ich, mit am wenigsten davon aus. Das Ja. ist, sieht man bei uns jedenfalls in der Region sehr selten. Ja, also schon mega Es spannend ist eigentlich auch zu super, sehen. hier mal die Vergleiche zu ziehen zu dem, was so sonst immer auf Warhammer oder vom Honest Wargamer international gepostet wird, wie da die Winrates sind. Jetzt haben wir auch endlich mal als Deutschland oder als Österreich und Schweiz zusammen einen Vergleich dafür. Das ist echt super. Und man sieht Unterschiede. Also, das ist Ja, wirklich absolut, absolut. krass. Also, ich finde gerade die deutsche Spielweise, also Dachspielweise, ich muss ein bisschen aufpassen bei dem Wording, aber in voll vielen anderen Ländern sieht man auch voll viele, in Anführungszeichen, stumpfere Armeen, ne? So Ogre Mortrap, Sex Stonehorns, so was ich was, voll ins Gesicht, einfach überrennen. Und ich finde, bei uns generell in der Community sieht man sehr viele trickreichere Armeen, wo man irgendwie langsamer spielt, aber irgendwie sneaky herum oder Aushaltlisten, ne? Ist Nurgle bei uns ja auch einfach super populär und wird super viel und gut gespielt. Das sieht man bei vielen Ja. anderen Honest Wargamer da in den Top 5 Listen gar nicht mal so häufig. Cities gibt es ja noch gar nicht bei uns so richtig. Cities und überall dominieren die gerade die großen Turniere und irgendwie bei uns, ich habe jetzt zum Beispiel Bedburg 40-Mann-Turnier erwartet, dass da mindestens drei Cities-Spieler sind und es war gar keiner. Ich glaube, Cities ist einfach eine super techie Armee. Die braucht eine Weile, bis man dahinter gekommen ist, wie man die spielt. Ich habe die ja jetzt auch ein paar Mal fürs Assessment Center geübt und ich glaube, ich werde da richtig auf den Deckel bekommen mit. Ja, also ist auch, glaube ich, super stark. Ich habe extra Crewboys gespielt, weil ich diesem ganzen Fernkampfkram ein bisschen gegenwirken wollte und es gab, glaube ich, zwei Fernkampfarmeen. Also, es war schon. Boah, na gut, mit Deepkin gab es schon ein paar Ja, mehr. das stimmt. Ja, die zählt für mich eher als Mobility Army. Was halt auch voll cool ist, das können wir irgendwann mal machen, müssen wir nicht Häusern, vielleicht ganz am Ende können wir mal so ein richtig geiles, also wenn die ganze AOS-Liga rum ist, zum Finale hin mal so richtig geiles Review machen. Auch mal Turniere auf Monate. Hat sich die Meta verändert? Irgendwie Quartale haben wir dann am Ende der Season nach dem Battle Scroll sehen wir eine Veränderung in den Trends, in der gespielten Armies. Das habe ich beim letzten Mal, habe ich dir noch nicht gesagt, offiziell darüber, aber wir werden Spiele auch ausweisen. Wir werden Spiele ausweisen für Most Played Factions. Wer ist der Spieler für Most Played Blades of Khorne zum Beispiel? Wer ist der Spieler für Most Played Nighthaunt und so weiter? Wir werden zahlreiche Awards haben, die dann auf die Website kommt für die erste Season, wo wir Menschen auszeichnen für besonderen Einsatz, für besondere Winrates, für besonderes Armeenliebhabe, Best of Factions und so weiter. Da werden also quasi auf all diese Daten nochmal zugegriffen und am Ende dann eine sehr schöne Betitelung werden wir stattfinden lassen und diese ganzen Daten am Ende auch mal mit auf die Website auch mal laden, wenn wir die Season 1 abschließen. Jetzt habe ich mal eine Es ganz gibt spannende generell, Frage. ja. So, Schied, mach du erstmal. Nee, also ihr könnt euch generell freuen auf das, was noch kommt. Also es ist ja gerade mal der Anfang mit der ersten Season, mit der neuen Edition und wir haben auch noch jede Menge Ideen. Wir stehen ja immer schön in Kontakt und den Austausch mit den anderen TOs. Und gerade bei der nächsten Season haben wir dann auch noch ein paar Ideen. Also
Freut euch drauf, das wird immer, immer besser, gerade mit euch. Ja, vor allem das Feedback jedes Einzelnen ist ja auch einfach voll wichtig, weil alles, was wir an Rückmeldung bekommen, umso besser können wir es ja auch gemeinsam machen. Ne? Wir haben ja auch nicht einfach irgendwelche Entscheidungen gefällt, sondern wir haben ja uns umgehört, diskutiert. Und natürlich gibt es ja immer neue Ideen, neue Ansätze und jeder kann sich einbringen. Jeder, der irgendwas Cooles weiß, hat, kann uns schreiben, kann uns das mitteilen und da können wir gerne drüber sprechen. Und es lebt ja auch Ja, davon, da sind wir das auch ganze Projekt. unheimlich dankbar für. Wir freuen uns immer, wenn dann Texte kommen, wo gefühlt die komplette Seite vollgeschrieben ist mit erstmal Danke, das ist gut, das wäre aber noch cool dabei und einfach so, nur so kann es gehen, nur so lebt die Community. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache, weswegen wir es überhaupt gemacht haben. Ich mache jetzt mal kurz was, was ich sehr spannend finde. Mal gucken, ob ihr das auch Oh. spannend findet. Und zwar klicke ich jetzt mal bei Placing hier oben auf die 1. Das bedeutet, wir gucken uns jetzt mal nur alle Spiele an, die einen ersten Platz auf einem Turnier gemacht haben. Also alle Armeen. So. Das bedeutet, was wir jetzt sehen, ist, Wie? Winrates sind natürlich alle sehr hoch, weil sie alle fast immer Turnier gewonnen haben. Aber bei Teilnahmen sehen wir es gibt drei. Also insgesamt haben wir 21 Turniere, von denen wir Daten haben. Ne? 21 Turniere haben im Rahmen von AOS Liga stattgefunden. Davon haben drei Nörgelspieler Turniere gewonnen. Einmal Beastname, einmal Korn, zweimal Slaanesh, die man jetzt eigentlich gar nicht mehr sieht so richtig. Zwei Ich glaube, das war Slaanesh-Spieler. noch letztes Jahr. Ja. Einmal Bone Reaper, einmal Nighthound. Ui. Einmal Ich Bikwak, überlege ein gerade, ob Two-Dayer, ich weiß, wer Dario. das geholt hat. Ja, der geht Das war auf meine deiner. Kappe. Genau. Dann haben wir zweimal Da Gitz, waren wir auch zweimal zusammen da. Sons. Ja. Das war bei den Pusa Boys, oder? Oh, das war bei Lay Low the Tyrants. Genau. Ja. Zweimal Sons of Behemoth. Auch sehr interessant. Und jetzt kommt ein bisschen was, was mich sehr überrascht. Also bei Das war Order. André Luca, ne? Ja, genau, Da, das war von Bema. ja. Mit. King Brot und so, das ein bisschen dominieren. Aber bei Order gibt es tatsächlich 7 Wins. Keine Armee, die ein Turnier zweimal gewonnen hat. Auch nicht Seraphon zum Beispiel. Das wundert mich jetzt total, diese Croak-Listen. Habe ich irgendwie vermutet, dass es deutlich mehr ist. Ja, die haben halt immer den einen Konter und auf irgendwie treffen die genau immer den. Wenn einmal so ein Kornspieler, was ja zwischenzeitlich echt auch viel vertreten war auf den Turnieren, dazwischen kommt, dann hast du mit Seraphon schon ein Problem, ne? Ich habe ja auch beim Winterzauber gegen den guten Andreas gespielt, auf dem Final Table gegen seine Seraphon. Ja, ich hatte halt Soulbright Gravelords dabei und wir haben Towers in der Tundra gespielt. Ich habe mich halt auf die eine Seite mit 30 Skeletten gestellt, auf die andere Seite mit 40 Graveguard und über die Punkte gewonnen. Da muss nur ein anderer Battleplan kommen, dann kann ich das nicht spielen. Das ist halt, ich weiß nicht, wie die es schaffen. Die Seraphon haben irgendwie immer das Glück, dass dann irgendeiner kommt, wo es einfach besser passt für den. Ja. Ja. Also, ich bin ja eh so ein Datenfreak. Das Datenjahr gucken. Es gibt so viele Abende, wo ich einfach hier abends sitze und noch ein bisschen Mucke anmache und klicke mich hier so ein bisschen durch und gebe die Daten ein. Und es macht voll Spaß. Jetzt mal im Ernst, das sich anzugucken und so, das macht Ja. unfassbar viel Spaß. Daher möchte ich an dieser Stelle auch, also wir haben das schon die ganze Zeit gehabt, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr mal draußen, deswegen muss ich unbedingt auch, darf ich deine Frau Madeline noch loben, die hat uns jetzt nochmal Ja. unterstützt. Wir haben jetzt ja einen Instagram-Account mit der AOS Tabletop League, der hauptsächlich von der netten Dame geführt wird oder unterstützt wird oder bearbeitet gemacht wird, so professionell wie es geht. Und diese ganzen Daten, Infos kommen wöchentlich, ich glaube sogar mittlerweile fast jeden Tag ein Post, auch zu jedem Turnier, Versuchen wir also auf jeden Fall. genau, also irgendwie auch zu jedem Turnier, zum Beispiel wenn wir hier auf so einen Winterzauber gehen, haben wir hier drüben dann so Informationen, welche Armeen wurden da gespielt, wie war die Winrate von denen und welche Armeen sind Erster geworden und welches Team sammelt wie viele Punkte. Da sind wir ein ganz schönes Stück weiter, was so die Berichterstattung hier drüber geht, wie so ein, ja, wie so eine Informationsticker-Seite. So funktioniert der Instagram-Account einfach, also folgt ihm einfach. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr auf Turniere seid, uns verlinken. Wir reposten das wieder, einfach immer sharen. Definitiv. Umso mehr Aufwind gibt das Ganze ja, was wir hier machen. Ja, der Instagram-Kanal soll ja nicht nur Informationen sein, sondern das ist ja auch die Möglichkeit, Turnier-Orgas oder auch Spieler, die jetzt richtig gut auf Turnieren abschneiden, auch mal die Möglichkeit zu geben,
mal ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen und den verdienten Lob, den verdienten Ruhm einzuheimsen und auch mal Einblicke von den Turnieren, von den Listen zu zeigen, dass auch die ganze Community da draußen mal mitkriegt. Welche Listen sind denn gerade gut? Wer holt denn gerade die Titel? Und vielleicht sich nochmal an die Möglichkeit, mehr auszutauschen. Weil ich kenne es ja sonst nur, wenn du auf einem Turnier bist, ist am anderen Ende der Welt ein anderes Turnier in Deutschland. Und ja, du fragst dich, welche Listen werden da eigentlich gespielt? Wer ist da gerade da oben dabei? Und wenn du jetzt kein Best Course Pairing Premium Abo hast, dann musst du dich durch die Weltgeschichte fragen, bis du überhaupt mal was hast. Und Ja. so hat man einfach nochmal die Möglichkeit. Und vor allen Dingen zusätzlich sogar auch einfach auch mal ein bisschen die Atmosphäre des Turniers zu zeigen. Irgendwie eine Location, bei der man noch nie war. Einfach auch mal die TOs unterstützen. Einfach mal auch Selfies machen von euch und gegenspielen, wenn ihr ein geiles Spiel hattet. Einfach so diese ganze Community davon leben lassen, wo wir überall sind, was wir alles machen, wer da alles ist. Und das ist eigentlich eine coole Idee dadurch, einfach ein bisschen. Einfach rumzuzeigen, einfach mal ein paar Videos zu machen oder ein paar Fotos aufzunehmen, ein bisschen was zu zeigen. Ist einfach ganz spannend zu gucken, wenn man dann beim Account immer sehen kann, wo gerade jemand was los ist, wie es da aussieht, wie die Tische aussehen, wie die Spiele sind, wie die Stimmung ist. Ich glaube, das ist einfach cool und hilft uns allen. Ja, macht ja auch Werbung für die Turnier-Orgas, dass die nächsten auch wieder so schön voll werden. Ja. Das stimmt, absolut. Steigen wir mal kurz ein. In ein sehr interessantes Thema, und zwar da, wo auch der Florian alles für gibt, um am Ende da zu sein, und zwar das AOS League Season 1 Final. Da haben wir jetzt ein Datum gefunden, und zwar ist das der 1.6. und der 2.6., also die ersten beiden Juni-Tage. Und wir werden das, weil es das erste Mal ist und stattfindet, auch erstmal hier bei uns in Kassel jetzt machen. Wir hatten überlegt, Hannover, Kassel sind jetzt erstmal in Kassel stehen geblieben. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Nächstes Jahr werden wir auch andere Locations, andere TOs, die sich bereit erklären, dieses Finale auszurichten, anfragen, damit das immer so ein bisschen wechselt. Ist eigentlich eine schöne Sache dadurch. Da war ja auch wieder die Idee von der Community für die Community, Genau. dass jeder mal die Möglichkeit hat, auch so ein Finalturnier auszurichten. Ja. Auch über die Größe sind wir noch ein bisschen unsicher. Wir haben jetzt für das erste Jahr gesagt, wir haben 36 Startplätze. Das bedeutet, 12 Teams werden jeweils eingeladen, aktiv eingeladen. Und das sind immer aus der Division die ersten beiden Plätze. Und danach werden alle anderen Teams noch in den Topf geworfen. Und dann die Teams, die vier mit den meisten Punkten, die noch nicht in den ersten zwei dabei waren, die werden dann weiter eingeladen. Und wenn ein Team natürlich absagt, dann rutscht das nächste von dieser Liste dann in den Final Top rein. Und das Final wird gesondert stattfinden. Also gibt es mal eine coole Zuordnung. Das ist nicht einfach ein losen Verfahren, sondern da kommen dann noch zusätzliche Regeln, wie das Ganze stattfindet. Das in naher Zukunft. Und wir werden aktiv einladen bei dem Finale dann mit den jeweiligen. Genau das, was Prime Time schreibt hier, ist ja auch genau richtig. Also wenn du jetzt am Ende 80 Leute einlädst, ist es auch irgendwie kein klassisches Finale mehr, weil der Fokus soll ja eigentlich auch auf denen liegen, die im Finale sind. Und 12 fanden wir wirklich so mit die coolste Größenordnung, die man am Ende halt haben kann, um noch irgendwie sauber was bei 5 Spielen runterzuspielen. Ich glaube, für einen One-Dayer könnte das halt für viele zu wenig sein, um dann jetzt dahin zu fahren. Das ist richtig. Also Two-Day hatten wir gesagt, sollte schon sein, um das Ganze ein bisschen zu würdigen. Und bei der Größe musste man dann auch ein bisschen gucken, aber ich glaube, da haben wir eine gute Lösung gefunden. Ja. Wir haben auf jeden Fall auch coole Preise dafür. Wir haben auch ein. Ja, wie sage ich das, ohne jetzt irgendwas bekannt zu geben, was ich noch nicht bekannt geben möchte? Wir haben einen sehr geilen Pokal. Ja, Ja. definitiv. Einen sehr geilen Art Pokal, den jeder dann auch mit nach Hause nehmen darf. Und so viel dann dazu auch. Bevor wir jetzt nochmal zum Ach nächsten Thema so, springen, wollen wir nein. vielleicht auch noch das. Ja, Ja, sag du, ja, sag ja. du. Ich wollte vorher sagen, wollen wir auch nochmal das von den Crown of Champions mit ansprechen? Das auch. Ja, können wir gleich machen. Ich möchte hier ein, oder das kannst du erstmal kurz erwähnen, sehr gerne. Oh, Sagst du genau. erstmal? Die Jungs von Crown of Champions, die haben sich auch gedacht, ey, wir haben hier ein Finalturnier, aber die Community ist so groß und es wäre ja schade für die Leute, die es nicht immer aufs Finalturnier schaffen, weil sie vielleicht nicht die Zeit hatten, auf fünf Turniere zu fahren.
Die haben, glaube ich, 2 Wochen später bei sich ein Teamturnier, auch wieder Dreier-Teamturnier. Das heißt, egal ob man es aufs Finalturnier schafft oder nicht, man hat trotzdem die Möglichkeit, ein großes Turnier als Team über 2 Tage mit seinem Team zu spielen und so dem Ganzen der ersten Season auch da nochmal den Abschluss zu geben, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht genug Punkte gesammelt hat. Finde ich auch von den Jungs nochmal überragend. Und selbst wenn es am Ende nicht das Team ist von der Teamliga, sondern man sich nochmal 2, 3 andere Freunde schnappt, weil vielleicht einer nicht kann. Man hat einfach nochmal die Möglichkeit, das Ganze in der ersten Season abzuschließen. Egal ob Finalturnier oder nicht, man kann mit seinem Team nochmal spielen. Finde ich auch überragend. Ja, ist eine sehr coole Aktion. Vielen Dank und Grüße gehen da raus an die Jungs. Vor allem ist es ja auch das Geile dann. Die Idee war ja, man kann irgendwo hinfahren und Punkte sammeln fürs Team. Der Abschluss ist ja aber dann natürlich in seinem Team dann zusammen nochmal zu spielen. Und das gibt auch nochmal so einen anderen Reiz raus. Das ist ja auch das, was wir eigentlich im zweiten Stream heute Abend nochmal ein bisschen diskutieren wollen, nämlich wie bereitet man sich auf ein Teamturnier vor? Was machen, wie läuft das mit Einschätzung ab? Da waren jetzt viele auch, die solche Fragen gestellt haben. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar Ideen, wie wir da vorgehen, mit euch teilen. Und über das Turnier quasi bei den Crown Champions habt ihr trotzdem die Möglichkeit, selbst wenn ihr nicht im Finale seid, genau einfach mal in den Genuss zu kommen, sowas zu absolvieren. Also ist eine sehr, sehr coole Sache dazu. Ja, jeder, der noch nicht auf einem Teamturnier war, normale Singles-Turniere sind super, aber Teamturniere sind nochmal auf einer anderen Stufe. Wenn man mit Freunden hinfährt und als Team gemeinsam versucht zu gewinnen, das ist unbeschreiblich schön. Haben wir auch die Erfahrung so gemacht, also als die Lollipops noch nicht gab, aber wir sind damals ja auch schon auf so ein Dreierteam nach Leipzig gefahren, Flo, Robert und ich. Flo, wie war das für dich? Ja, also du fieberst halt ganz anders mit, ne? Ich meine, klar, wenn du mit Kumpels auf ein Turnier fährst, ist eine Sache, weil jeder erzählt von seinen Spielen, alles total cool und sowas. Und du bist halt schon dabei, aber beim Teamturnier bist du halt wirklich bei den Spielen nochmal richtig drin, weil es halt wirklich auch der Sieg oder die Niederlage des anderen für dich einfach nochmal einen ganz anderen ja, Einfluss hat und ist schon eine coole Erfahrung. Also gegen ein Singles-Turnier ist es schon mal nochmal eine andere Qualitätsstufe, würde ich fast sagen. Das ist hart, also jetzt mal, das ist aber auch genau das, weil du bist mit einer ganz anderen Gefühlslage bei ihm in der Weile, mit so einem ganz anderen, mit ganz anderen Gespür, wenn du beim Turnier links und rechts guckst, als wenn du auf dem Singles bist, weil da guckst du, ja, da sieht's cool aus und da und ja, Party hat wie immer gewonnen, bla bla bla, aber jetzt, ey, meine Mates da drüben, wir haben vorher gepairt, wie läuft's vor dem? Mal so rüberlinsen, mal hin, Daumen hoch, Daumen runter, vornehmen, sprechen und sowas, irgendwie, also. Es ist eine andere Gefühlslage, ja. Ja, und du hast auch irgendwie, sage ich mal, ein bisschen in Anführungsstrichen einen anderen Stress, weil du natürlich auch, du spielst halt nicht mehr nur für dich, sondern und für dein Ranking, sondern spielst halt auch für das ganze Team und halt auch dein Erfolg oder dein Nicht-Erfolg hat halt auch einfach Einfluss auf die Spiele der anderen, ne? Und das ist schon anders. Also es ist hart, wirklich anders, aber auch einfach mega cool. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne daran, also dieses Fördern davon, auf Turniere zu fahren, damit auch alle TOs eben unterstützt werden und man Punkte sammelt. Deswegen gibt es jetzt noch einen kleinen Teaser. Und zwar machen wir, ich glaube, 5 oder 6 Preise, ich bin mir zu hundertprozentig sicher. Und die Leute in Bedburg haben mich damit auch echt zu dieser Idee auch gebracht. Die hatte ich vorher ein anderes System, aber das jetzt, für was wir, oder ich mich entschieden habe, finde ich viel besser. Und zwar folgendermaßen: machen wir eine Tombola. Und zwar nehmen alle Teams teil, die nicht im Finale sind. Und unter all diesen Teams verlosen wir am Ende Preise. Das heißt, wir werden dann in einen Abschlussstream machen, wo wir das Finale teasern, wer jetzt im Finale kommt. Wir feiern das und alles cool, geil, bedanken uns, gucken Statistiken an. Und anschließend werden wir hier Päckchen haben, die gesponsert werden. Und diese Päckchen werden wir dann aus so einem Lostopf an die jeweiligen Teams verlosen. Und die können dann, sofern sie dabei sind, schnell antworten. Und dann werden wir natürlich auch denen das zukommen lassen. Und die können sich da auch dann drunter aufteilen und erfreuen. Und das finde ich halt total cool. Wir wollen einfach fördern, dass jeder dran Bock hat und auch nicht, wenn es ins Finale geht, einfach dabei ist und das mitmacht und mitfiebert. Und genauso wollen wir eben auch, dass alle etwas bekommen oder eine Chance haben, was zu bekommen und nicht immer nur die in Anführungszeichen, die oben mitspielen. Daher
Fand mir die Idee ganz cool. Die Teilnahmebedingungen sind einfach nur, dass ein Team drei Turniere gespielt haben muss, um im Lostopf zu sein. Das losen wir dann, wie gesagt, am letzten Tag, wenn die Liga schließt, vom Finale aus. Wusstest du auch noch nicht, Dario, aber wollte ich auch mal erzählen. Das so, Nee, du hast mal sowas in die Richtung erwähnt, aber dass das jetzt schon beschlossene Sache ist, das das finde ist, ich geil, finde ich ja, gut. gefällt mir auch sehr gut. So eine Feuertombola. Wir gucken mal rein in die Tabelle Nord, Nordost. So, was wir jetzt auch neu hinzugefügt haben, das findet ihr auch auf der Website, ist, wir werden ja auch besser, die Veränderung der Platzierung zur Vorwoche, also zum letzten Datentransfer. Also in der Tabelle Nordost war auf jeden Fall einiges los, wenn man sich das mal anguckt. Jetzt zum Beispiel Baltic Tabletop ist 5 Plätze nach oben geklettert. Ja, ich glaube, der gute Hansi hat da, wenn das sein Team ist, könnte sein, dass er da ein paar Punkte mitgesammelt hat. Ja, also über die genauen Teamzustände kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Ich weiß nur, Ich dass habe hier die. nebenbei mal so die Einzelliste aufgerufen, dass ich mal gucken kann. Ja, stark. Also die Peaky Dicers haben auf jeden Fall jetzt den ersten Platz übernommen und die Berliner Bärenbande überholt mit 193. Ja, das war auf jeden Fall Marks Verdienst. Hier Ja. Marc Elschner. Der hat da gut reingehauen auf dem Scheunenrangeln. Ja, das hat ein erster Platz beim Scheunenrennen hat natürlich ordentlich Punkte auch gebracht für die. Ja. Und cool auch, dass wir jetzt diesen Trennstrich quasi drin haben. Das heißt, auch wenn man jetzt hier auf Platz 3 steht, heißt es jetzt immer noch nichts, ne? Weil man immer noch guckt auf den anderen Tabellen, wie es da steht. Schwarze Keiler können wir auch nochmal hervorheben. Die sind auch, klopfen gerade ein bisschen am dritten Platz oben an. Ansonsten hier unten, ja, müssen wir mal gucken, dass sie vielleicht, geht ja noch was. Wie gesagt, wir haben ja auch erst Halbzeit und da gibt es noch Ja. einiges zu holen. Springen wir mal weiter zu Süd. In Süd hat sich nichts verändert zu der vorigen Woche. Die ganzen Nee. Turniere haben alle nicht in Süd stattgefunden. Hier ist es, muss man aber jetzt mal ganz ehrlich sagen, von 1 bis 6 super spannend. Also Da ist sowohl ja die alles drin noch bei den. alles voll. Nachteulen, COC Roach sind ganz oben, aber dann geht es schon mit Los Diablos, Desperados, Eastside Knights, Plastic Crack und Würfelwolfe, auch mit 71 Punkten, echt sehr eng in der Tabelle Süd. Ja, hier ein großer Turniersieg und schon ist man oben vorbei. Also das geht richtig schnell. Das kann richtig, richtig schnell gehen, ja. Springen wir zur Mitte. In Mitte ist es also eine unfassbar Eieieiei. krasse Punktausbeute, was hier los ist. Das sind ganz oben auf dem ersten Platz jetzt. Jöhai war vorher Erster und jetzt sind die Filthy Casuals auf 229 Punkte hochgestiegen und ordentlich damit Gas gegeben, also damit die Tabellenführung erobert. Aber Florian, muss man Wir über uns auch holen sagen, die Lollipops, noch. wir sind hinten dran. Ja, wir holen auch. Wir holen auf. Gut, wir waren ja auch mit allen drei in Bedburg, ne? Haben da ordentlich Ja. gepunktet. Genau. Aber es ist krass, selbst auch, also wir haben 215, das hört sich jetzt krass an, zweiter Platz, aber Jöhai 213, Sneak, Eis, Snuffler 211, Erfurter Wildlachse, Pozzino und Co. 198, Paradise Lost 180, Stündchen AOS, der Paddy Danpo sind jetzt auch am reinschwitzen, auch mit 141, also die darf man ja alle nicht abschreiben. Ja, gerade bei so einer hohen Punktzahl, wie hier die Teams teilweise haben, da muss man sich auch keine Sorgen machen, glaube ich, wenn man Dritter oder Vierter in der Gruppe wird. Da ist ja alles möglich, dass man auch über die vier anderen Plätze reinkommt. Auf jeden Fall, genau. So einfach weiter Punkte grinden und dann läuft das. Ja, wenn man Punkte macht, macht man Punkte, ne? Also Eben. nichts anderes ist es. Wenn du die Punkte hast, haben sie die anderen nicht. Richtig. Gucken wir nochmal bei West in der letzten Tabelle. Da ist natürlich, wow, glorreich die Eurofighter mit 335 Punkte. Eurofighter, Eurofighter, hey! Müssen da Gas geben, Männer, da geht was. 335 ist natürlich schon krass, aber auch Platz 2, 3 Bier Power Spike. 273 ist auch brutal viel. Jetzt erstmal im Ernst, das sind so viele Punkte. Da Ja, die kommt. wären, glaube ich, in allen anderen Divisionen Erster sonst mit 273. Ich mach mal schnell den kleinen Check für dich. Auf jeden Fall um Längen. Ja? Also die 3 Bier Ja. Power Spike, da ist schon eine crazy Ausbeute, was Colin gerade geschrieben hat: 22 von 24 Games.
Das ist krass. Also jetzt da Clubhaus mit 159 sieht jetzt schon voll abfallend aus, aber das ist eigentlich auch schon eine sehr hohe Punktzahl, ne, für den dritten Platz. Sehr cool, also das 22 von macht. 24 Siegen, da müssen wir mal zu Tristan gucken, warum da nicht 24 von 24 stehen. Ja, könnt ihr intern dann nochmal besprechen. Ihr könnt euch unter euch ausmachen, wie das zukünftig laufen soll bei euch. Bei Schalke läuft es dagegen halt nicht so gut, naja, immerhin. Ja, das ist unser Trost. Ja. Dann machen wir nochmal einen kleinen Abstecher, ihr zwei. Auch nochmal vielleicht interessant auf die Spielerlisten selber. Auch mal ganz interessant zu sehen. Ja, Dario, du Scherzkeks, du stehst damit aktuell auf Platz 1 mit 167 geholten Punkten. Springen wir mal jetzt mal ein bisschen vielleicht mal in den Top 20 bisschen rum. Also Benedikt Mitscher 143, Stefan Kinsel 138, Marc Elschner 127, Daniel Brinkhardt 123, hier ist der Trister mit 114, Robin Keding mit 104, Mirko Bauer 101, Uli Pettereit von den 3 Bier Powerspec. Guck mal, hier sind sie, die Da haben wir beiden. die beiden. Ja, krass. 99 Punkte, der Luca mit 98. Oh, ich bin auf Platz 12, Flo. Jetzt muss ich aber mal anstrengen. Ah, ich habe gesehen, hier fehlen noch Punkte, Entschuldigung. Hier war noch eine Korrektur vom Roy und vom Andreas. Die hatten einen Fehler, Entschuldigung. Andreas, das darf er nicht machen. Ey, Andreas hat auch 167. Krass. Ja, ein Turnier mehr gespielt, zwar weniger Wins, aber Punkte sind der Punkte. Dann gucke ich noch mal kurz rein. Ich habe Apropos, Andreas Tristan übersprungen. schreibt es gerade rein, er ist der Anker, aber ich sehe es gerade. Colin, dich sehe ich hier gar nicht in der Liste. Komm mal wieder auf Turniere. Ja, wird Zeit. Wir sind bei mir stehen geblieben gewesen mit Platz 12, Pascal und ich. Wir teilen uns den 12. Land. Da kommt der Flo schon. Florian. Eieiei. Platz 14. Matthias Brinkert mit 90 auf Platz 15. Marius Langbein. Jonas Bündgen. Locky Reit. Auch mit. Guck mal hier, die 3 Bier Power Spike sind alle drei Die in sind alle den Top drei. 20. Das ist schon. Das ist krass. Das ist krass, ja. Timo Wiebel, der hat jetzt auch mit Bedburg ein Turnier in Bedburg gespielt, hat damit sich 72 Punkte geholt. Ne? Kann man mal sehen, wie gut Ja, das ist, wenn Platz man auf einem drei auf dem großen Tour, der ja, Turnier. gibt schon gut Punkte. Ja. Der hat ja auch eine gute Platzierung hingelegt, von daher. Oh. Dritter. Dritter. Ja, dritter Platz hat der Timo geholt. Und das Entscheidende ist ja auch erstmal, wie viele Spiele beim Turnier waren. Und dann vor allem, welchem Win-Bracket du eben warst. Und der Timo hat ja auch ein 4-1 gemacht. Ich glaube, ich war der beste 4-1er. Oder zweitbeste 4-1er. Der Es gibt zweitbeste, Andreas war, glaube ich, zweitbeste. der beste. Genau, dann ist das natürlich eine ordentliche Punktausbeite. Dann haben wir Jannis Mengel 66, Dominik und Philipp. Abgefahren. Ja. Abgefahren. So, Baby und Dempo gleich für Sieg Unentschieden 58 und ich 53. Wo seid ihr denn jetzt zwei? Ich kann mal schnell reingucken. Patrick Koch, ja, Stündchen AOS 53 und Danpo 58. Ja, dann war der Danpo in der Gesamtranking über dir. Deswegen kriegt er mehr Punkte. Also es gibt viele Faktoren. Die Formel ist echt kompliziert. Wir haben auch sehr lange dran rumgerechnet. Oh ja. Die Einflussfaktoren für die Punkte sind natürlich A, wie viele Spiele haben stattgefunden, wie viele Turnierteilnehmer waren es. Also, wie viele Spiele wurden in Summe absolviert? Ein Two-Dayer bringt deswegen nochmal viel, viel mehr Punkte als ein One-Dayer. Und welche Gesamtplatzierung wurde gemacht und in welchem Gewinn-Bracket ist man? Also gibt das dann sehr viele Quoten, sehr, sehr viele Formeln. Ich kann die auch gerne irgendwann mal teilen. Können wir alle über alles gerne diskutieren. Das war auf jeden Fall die schwierigste Diskussion, die wir hatten. Aber das Ergebnis, was wir hatten, war eigentlich sehr cool, was wir am Ende rausbekommen haben. Also wir sind auf jeden Fall Ja. damit sehr happy. Weil immer komplett fair zu machen, ist eh immer schwierig. Das ist ja schon beim normalen Turnier schon. Und ich glaube, damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Okay, sehr, sehr geil. Macht sehr, sehr viel Spaß. Kann ich ehrlicherweise sagen. Zwei erste Plätze nach dem Halbjahr, Dario. Und was sagst du jetzt? Ist das eine Kampfansage für den Andreas? Ja, Andreas ist halt. Der ist halt immer auf den Turnieren und holt da seine Punkte. Das wird schwierig, da mitzuhalten. Aber ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ja, wird Zeit. Sehr, Spätestens sehr. auf dem Finalturnier sehen wir uns dann ja. Ich glaube, das nimmt man euch so schnell Hoffentlich. nicht mehr. Nee. Ja, wenn Colin mal seine Turniere spielen würde, dann klappt das auch.
Jawohl, sehr gut. Wir können ja mal einfach nur ein was zeigen. Und zwar haben wir, wenn ich hier hingehe, also 158, Quatsch, 115 Spieler haben in Summe schon Punkte für ihre Teams gesammelt. Also 115 Leute. Auf der Liste stehen 178, also 60 Leute, die sich quasi noch angemeldet haben, ungefähr noch nicht Punkte sammeln konnten. Aber ich glaube, was die Ausbeute angeht für unsere erste Season, ist das sehr cool. Also gefällt uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut. Ist natürlich in Summe vielleicht noch kein T3-Ersatz, soll es ja auch nicht sein oder sollte es auch keine Konkurrenz sein. Geht hier speziell mit Liga, aber ich glaube, ich kenne wahrscheinlich viele von euch, die auch gerne drauf gucken, wie sind sie im Ranking. Daher haben wir es jetzt auch mal offiziell geteilt. Ja, wir versuchen ja auch grundsätzlich, wenn Turniere gespielt sind, das noch am selben Wochenende, wenn wir die Daten kriegen, einzufliegen, dass ihr da nicht ewig drauf warten müsst. Genauso ist es. Okay, das erstmal so viel dazu. Dann fand ich es richtig cool, auch im Chat, dass da sehr viel los war. Dann würden wir jetzt eine 5-minütige Pause machen, uns ein neues Getränk holen, das Thema AOS-Dach abschließen und den Sprung zur AOS Club Championship, Teamturnier, wie geht man vor, was macht man da alles. Wie macht man Einschätzungen? Vor allem freuen wir uns da auch auf rege Beteiligung und Erfahrung von euch. Da schauen wir dann gleich mal zusammen rein. Also holt euch neues Getränk, Popcorn-Tüte, Chips-Tüte auf oder Bleibt dran. irgendwelche kalorienarmen Chips zum Gesund bleiben. Und wir sprechen uns gleich wieder in 5 Minuten. Bis dahin. Ciao, Kakao und danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao.